Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute riecht es nach richtig guten News. Auf dem Mars wurde Wasser entdeckt und viele Wissenschaftsjournalisten sind total eskaliert. Ridley Scott übrigens auch, denn sein Film Der Marsianer startet diese Woche in den Kinos und so viel kostenlose Werbung gab es wahrscheinlich für einen Film noch nie. Eigentlich hat man das Wasser nicht direkt entdeckt, man hat nur Hinweise darauf gefunden, dass es früher mal flüssiges Wasser auf dem Mars gegeben haben könnte. Salz senkt den Gefrierpunkt von Wasser und so könnte es auch bei den Temperaturen, die auf dem Mars herrschen, da ist nämlich ziemlich kalt, flüssig gewesen sein. Ja, und wenn dem so wäre, dann könnte man Salzablagerungen beobachten und diese hat man jetzt vermutlich entdeckt. Ja, aber jetzt zu den wirklich wichtigen News. Jeder Mensch ist einzigartig. Wir haben alle einen unterschiedlichen Fingerabdruck. Auch die Muster in unseren Augen sind individuell. Und wir haben alle einen eigenen bakteriellen Geruch. Also jetzt nicht der aus dem Mund, sondern so generell. Neue Forschungsergebnisse von James Meadow und seinen Kollegen von der University of Oregon zeigen, dass man damit sogar Menschen identifizieren kann. Pro Stunde geben wir gut 1 Million biologische Partikel und Bakterien an unsere Umgebung ab. Aber wo kommen diese Bakterien eigentlich her? Wir nehmen diese Bakterien auf durch die Nahrung und durch die Atemluft. Und diese siedeln sich dann in unserem Körper an. Aber die spannende Frage ist jetzt, wie findet man heraus, welche Bakterien unseren Körper kolonisieren? Der Versuchsaufbau war eher unspektakulär. Die Forscher haben Folgendes gemacht. Sie haben die Versuchsperson in einen sterilen Raum gesetzt, auf einen Stuhl. Es gab noch ein kleines Schälchen vorne dran. Das sollte dann die Bakterienwolke auffangen. Außerdem hat man auch die Lüftung so eingestellt, dass sie nur sterile Luft in den Raum hineingelassen hat und die abgelassene Luft, die wurde dann auch untersucht. Die Person kam auch gerade frisch aus der Dusche, so dass man eingeschleuste Bakterien von außen ausschließen konnte. Man hat die Menschen dann einfach mehrere Stunden sitzen lassen und sie durften nichts tun. Ja, am Ende hat man das Schälchen eingesammelt und untersucht und auch die Luft, die ausgestoßen wurde, hat man dann untersucht und dann konnten die Forscher zeigen, dass die bakterielle Zusammensetzung, also der bakterielle MIF, das sogenannte Mikrobiom, die Gesamtheit aller in unserem Körper angesiedelten Bakterien sind tatsächlich von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich und man kann einzelne Menschen dadurch identifizieren. Ja, das klingt jetzt erstmal nach einem Fun Fact, aber diese Ergebnisse haben weitreichende Folgen. Beispielsweise in der Forensik. Man könnte auf eine ganz neue Art und Weise Täter identifizieren. Eigentlich auch ein Argument für eine neue CSI-Staffel. Auch ein Teil unseres Immunsystems ist auf unsere körpereigenen Haustiere angewiesen und auch hier könnte man neue Zusammenhänge entdecken. Seit einiger Zeit wird manchen Menschen sogar Kot von anderen verabreicht in Form von kleinen Pillen und das soll beispielsweise dafür sorgen, dass das Immunsystem gestärkt wird. Amerika ist da Vorreiter, was das angeht. Also jetzt nicht in der Kotproduktion, sondern mit diesen Pillen. Ja, das ist tatsächlich kein Scherz, das ist ein absolut aktuelles Forschungsgebiet. Immunstärkung durch Kot. Außerdem hat die Studie gezeigt, dass wir in unserem Alltag ständig verschiedenen Bakterienwolken auseinandergesetzt sind. Und das heißt, wir sind sehr gut auf so etwas angepasst. Und vielleicht sollten wir nochmal drüber nachdenken, ob wir wirklich jeden Bereich in unserem Leben desinfizieren müssen. Ich glaube, wir sollten eher in Frieden mit unseren kleinen Freunden zusammenleben. Ach übrigens, es wurde Wasser auf dem Mars entdeckt. Forschern der University of California ist es gelungen, noch nie dagewesene Bilder von unserem Mikrokosmos zu erstellen. Goethe hätte wahrscheinlich seine wahre Freude daran. Ihr wisst schon, Mikrokosmos und Makrokosmos. Zwei Seelen in meiner Brust. Oder so ähnlich. Naja, noch ist nicht ganz geklärt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Aber diese Bilder könnten neue Erkenntnisse liefern. Wie macht man denn eigentlich ein dreidimensionales Bild von Atomen? Man benötigt ein spezielles Mikroskop, ein Rastertransmission-Elektronenmikroskop. Ja, ein schweres Wort, aber ein einfaches Prinzip. Ähnlich wie bei einem Röntgengerät wird die Probe durchleuchtet und sie wirft einen Schatten. Jetzt werden keine Röntgenstrahlen eingesetzt, sondern Elektronenstrahlen. Dadurch wird die Auflösung drastisch erhöht. Außerdem wird die Probe gerastert. Das bedeutet, es werden immer nur kleine Bereiche bestrahlt und das Bild wird dann am Computer zusammengesetzt. Jetzt muss man nur noch viele Einzelaufnahmen machen und man erhält ein tolles 3D-Bild. Die Forscher durchleuchteten auf diese Art und Weise die Spitze eines Wolframdrahtes aus 62 verschiedenen Positionen. Das ist eine Menge. Und so konnten sie die Position von 3769 Atomen, die in 9 Schichten übereinander lagerten, genau bestimmen. Ja, die Aufnahmen waren so präzise, dass man eine kleine Lücke in diesem regelmäßigen System gefunden hat, wo man dann feststellen konnte, aha, da fehlt ein Atom. Mhm. Falls ihr mehr über CT-Geräte oder Mikroskope erfahren möchtet, schnappt euch mal einen Tee und schaut bei der Denkbar vorbei. Ich verlinke euch da mal ein paar Videos in der Infobox. Es ist schon sehr beeindruckend, was mit moderner Technik alles möglich ist. Aber was noch viel beeindruckender ist, es wurde Wasser auf dem Mars entdeckt.
kein geringerer als der Whistleblower Edward Snowden soll das Fermi-Paradoxon gelöst haben. Moment, Snowden ist doch ein ehemaliger Agent des US-amerikanischen Geheimdienstes und kein Physiker. Und was war nochmal das Fermi-Paradoxon? Eins nach dem anderen. Snowden hat sich mit dem berühmten Physiker Neil deGrasse Tyson unterhalten, der übrigens gestern Geburtstag hatte, und hat ihm einen Vorschlag gemacht, wie man das Fermi-Paradoxon lösen kann. Das Fermi-Paradoxon ist ein Widerspruch, den der Physiker Enrico Fermi 1950 aufgezeigt hat. Das Paradoxon hinterfragt die Wahrscheinlichkeit intelligenten Lebens in unserem Universum. Es versucht, die grundlegende Frage zu beantworten: Sind wir allein im Universum? Oder sind wir die einzige technisch fortschrittliche Zivilisation im Universum? Kern des Fermi-Paradoxons sind folgende Überlegungen. Man geht davon aus, dass unser Sonnensystem und unsere Erde keine Ausnahmen sind. Das heißt also, Sonnensysteme und erdähnliche Planeten können überall im Universum auftauchen. Das Universum ist sage und schreibe 13,8 Milliarden Jahre alt und es beinhaltet 100 Milliarden Galaxien. Allein unsere Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre breit. Ein Raumschiff, das sich mit einer Geschwindigkeit von 1-10% der Lichtgeschwindigkeit bewegt, braucht also ungefähr 10 Millionen Jahre, um von einem Ende zum anderen Ende zu reisen. Da unsere Galaxie schon 10 Milliarden Jahre alt ist, wäre eine mehrfache Durchquerung gar kein Problem gewesen. Das bedeutet also, wenn in der Milchstraße nur eine einzige Zivilisation in der Lage ist, andere Planeten zu kolonisieren, dann müsste innerhalb von wenigen Millionen Jahren die ganze Milchstraße kolonisiert sein. Warum ist die das noch nicht? Also anders gefragt, wenn die da draußen existieren, warum sind sie nicht hier? Bisher konnten noch keine Hinweise, und jetzt kommt wieder ein schönes Wort, auf extraterrestrische Zivilisationen gefunden werden. So, und jetzt können wir mal anfangen zu argumentieren, warum das so ist. Vielleicht haben die kein Interesse an uns, wir haben kein Interesse an denen, sie waren vorher da, wir sind zu spät, sie zu früh, keine Ahnung, irgendwas, sie ignorieren uns. Physikalisch könnte man sich fragen, ist das überhaupt möglich? Kann man überhaupt ein Raumschiff bauen, das so lange unterwegs ist? Was ist mit dem Treibstoff? Wie kann man das antreiben? Auch biologisch kann man sich das Ganze überlegen. Wie sieht es aus mit Ressourcen, Nahrung? Mathematisch ist das auch ganz schön witzig, wenn man sich dazu ein paar Gedanken macht. Und zwar, angenommen, es wäre tatsächlich so, dass wirklich, es gibt viele Kolonien im Universum, wir haben sie nur noch nicht gefunden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in einer solchen Kolonie geboren wird, extrem groß. Aber da wir nicht in so einer Kolonie geboren sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es solche Kolonien gibt, sehr klein. Verstanden? Also genau genommen handelt es sich beim Fermi-Paradoxon eher um einen scheinbaren Widerspruch, denn die zugrunde gelegten Annahmen sind alle ganz schön zweifelhaft. Natürlich würde mich eure Meinung interessieren. Was habt ihr für Argumente für und gegen extraterrestrisches Leben? Gibt es Aliens? Gibt es Außerirdische? Wo sind sie? Hallo? Snowden löst das Paradoxon mit einer Verschlüsselungstheorie. Ja, da spricht der US-Geheimdienst aus ihm heraus. Er geht davon aus, dass selbst wenn es intelligentes Leben im Universum gibt, sind wir nicht in der Lage, es aufzuspüren, weil einfach die Verschlüsselung, also die Geheimhaltung dieser Lebewesen viel zu gut für uns ist. Und wenn man so ein Weilchen darüber nachdenkt, finde ich diesen Ansatz ganz schön interessant. Aber ganz so ernst sollte man seine Aussage natürlich nicht nehmen. Viel ernster sollte man die Tatsache nehmen, dass Wasser auf dem Mars entdeckt wurde. So, das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Schaut auch mal auf der Denkbar vorbei. Ich verlinke euch das in der Infobox. Ja, und nicht vergessen, Wissenschaft braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Wissenschaft. Und jetzt gönnen wir uns alle mal ein Glas Marswasser. Tschüss!